unter meiner Würde. Ich gebe ja zu, wir sind auch schon in Häuser eingebrochen, aber... Oh, Feuerfeile. Aber wir haben immer dazu angehalten, nur Sachen zu klauen, die wir auch wirklich brauchen. Eine leichte Armbrust. Bolzen. Ein paar Edelsteinchen. Feuerpfeilchen. Feuerpfeile. Leichte Armbrust. Immerhin kann, soweit ich weiß, kaum Armbrüste tragen. Und nicht identifizierte Bolzen. Doch, könnte sie. Aber nee. Wir füllen jetzt erstmal hier lieber Feuerpfeile nach. Oh, da können wir jetzt einen Stab oder so reinpacken. Und einfach mal einen Trank. So. Ja, gut. Beinahe unter meiner Würde. Also ja, wir haben immer dazu angehalten, nur wenn etwas uns auf unserer Reise helfen kann und ohne dass wir den Hausbesitzern schaden, dass sie es dann mitnehmen darf. Aber die Leute hier, die waren einfach nur miese Diebe. Nichts leichter als das. Die uns sogar noch bedroht haben. Ein Junge und seine Mutter nehme ich an. Beinahe unter meiner Würde. Außerdem wollen wir uns ja mit der Stadtwache gut stellen. Mit Scar. Ich will zu meiner Mami. Die ist ein Stockwerk weiter unten. Kleine. Ja, wir wollen uns ja mit Scar gut stellen, also. Gut. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Was wollt ihr? Helfen wir ein bisschen. Was? Nichts leichter als das. Beinahe unter meiner Würde. Hm. Hallo, Leute. Hier ist verschlossen. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt. Das heißt, Imoy macht mal auf. Ja, beinahe unter meiner Würde. Und wir gehen da mal rein. Nichts leichter als das. Noch ein Mädchen. Ja, die auch immer nur dasselbe zu sagen hat. Gut. Und hier oben ist wohl auch niemand. Nee. Gut. Nichts leichter als das. Okay. Dann gehen wir jetzt mal weiter an der Stadtmauer entlang. Hier ist ein Haus, ein abgelegenes an der Stadtmauer. Ein ziemlich großes Haus. Naja, okay, abgelegen ist es nicht, daneben steht noch eins. Aber der Eingang ist so abgeschieden. Na kommt, schafft ihr es da rein? Ja. Gut. Eurig. Was? Ich habe doch gar nichts getan. Lasst mich in Ruhe. Wie wär's mit einem Whisky? Schankwirt. Es ist 19 Uhr. Okay, wir könnten mal was trinken. Tennessee's Bockbier. So. Einfach mal eine Runde oder so ausgeben. So, ein Schattenbräu. Eisenproblem im Naschke. Komm, trinken noch ein paar mehr. So. Gut. Was wollt ihr? Was haben wir jetzt? Es werden immer mehr Geschichten über meine Taten verbreitet. Doch ich bin nicht sicher, ob mir die Bezeichnung Söldner gefällt. Zwei Meuchelmörder, die für den Eisenthron arbeiten, haben uns bedroht. Ihre Namen sind Marek und Lothander und sie haben uns gewarnt, uns nicht mit dem Eisenthron anzulegen. Ein Dieb aus meiner Gruppe soll nahe in Darkwell im Gasthaus zum feiernden Stör treffen. Der Rest der Gruppe muss aus der Sichtweite sein, sonst betrachtet nahe das Geschäft als geplatzt. Nach dem Treffen gehen wir zum Haus der
dem Marlon Blades. Er und sein Partner Wedge werden in das Haus gehen, während ich draußen Wache schiebe. Wenn etwas schief geht, warne ich die anderen und mache mich aus dem Staub. Wenn alles gut geht, treffen wir uns bei der Diebesgilde wieder und planen das nächste Ding. Die Treppe ist wegen schlechter Verarbeitung gesperrt. Ja, yeah, work in progress. Müssen wir die andere Treppe nehmen? Nichts leichter als das. Bürgerlicher, ihr seht etwas komisch aus. Wie geht's? Wie steht's? Die sind wohl zugekifft. Diese Gruppe ist Lasst mich jetzt bitte allein, ja? Ich will niemanden um mich haben. Warum seid ihr betrübt, meine Dame? Ich befürchte das Schlimmste für meinen Bruder und meinen Vetter. Sie sind schon seit Monaten verschwunden und niemand kann sie finden. Euer Bruder und Vetter, wenn ich ihren Namen wüsste, könnte ich euch vielleicht helfen. Ich danke euch. Was auch immer ihr erreichen könnt, ich wäre euch dankbar dafür. Sie heißen Schenk und Carbos, sind beide nicht die hellsten, haben aber ein Herz aus Gold. Vielleicht sind sie ja in schlechte Gesellschaft geraten, aber sie würden niemals selbst etwas Schlechtes tun. Ich kann die Augen offen halten, aber die Schwertküste ist lang. Ist schon ein großes Gebiet, aber sie sind nicht gerade vor der stillen Sorte und fallen leicht auf. Die Leute suchen doch überall nach Räubern, da muss sie einfach jemand gesehen haben. Warum sollten sie denn mit Räubern gesehen worden sein? Ihr sagtet doch, sie sind ehrliche Leute. Ihre Freunde sind Kriminelle, sie sind in die falsche Gesellschaft geraten. Ist ja schon gut. Sie sind alte Schweinehunde und schulden mir Gold. Wenn ihr sie seht, haut ihnen von mir eine runter. Also eine, die ihre beiden Verwandten suchen will, weil die ihr Geld schulden und deswegen spielt sie so ein Drama ab. Nee. Und die beiden sehen einfach nur high aus. Beinahe unter meiner Würde. Gut, gibt's hier noch jemand Wichtigen? Bürgerlicher, nein. Gut. Nichts leichter als das. Okay. Ein Bettler, ein Bürgerlicher, wir haben schon 19 Uhr. Was ist das für ein Gemischtwarenladen? Mal wieder. Nichts leichter als das. Oh, diesmal mit Kundschaft. Das ist ganz schön schnellige Burschen, wie? Jetzt hat es auch den armen Gorak erwischt. Der wird nicht mehr lange unter uns weinen. Wer ist Gorak? Ich kenne den Namen nicht. Er war einer der wichtigsten Menschen in der Stadt. Scharf im Geist und eben im Antlitz. Ich liebte ihn sofort und das taten wir alle. Gorak und sein Bruder Kerev. In ihrer Anwesenheit wurden wir alle zu gackernden Mädchen. Und sie behandelten uns so voller Respekt. Die Göttin des Glücks schien sie jedenfalls zu lieben. Aber sie hat sich als wankelmütige und grausame Geliebte erwiesen. Ihr müsst wissen, dass Kerev schon lange tot ist. Und Gorak hat die Pest. Ach, Timora wendet sich wie eine verlassene Geliebte ab. Damit sie sich am Ende noch mehr an sich binden kann. Ah. Hallo, mein Freund. Klatsch und Tratsch. Wenn ihr mich fragt, bedeutet die ganze Angst und Knappheit nichts anderes, als dass demnächst die aufs Arm hier einmarschieren. Das könnt ihr mir glauben, ich kenne mich aus. Alles deutet darauf hin. Scheint fast so, als ob sie zu blöd sind, überhaupt erst zu versuchen, ihre Spuren zu verwischen. Die Mono vorbei, so haben große Angst vor einem möglichen Krieg mit Amme. Okay. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Und du? Hallo, ich bin der gut angepasste L und meine Preise sind angemessen. Früher wurde ich immer verrückter L genannt, aber mein Therapeut hat mich davon überzeugt, dass ich es geschäftlich zu nichts bringe, wenn ich einen Plattenpanzer für 3 Goldmünzen und eine kleine Ente verkaufe. Okay, zeigt mir, was ihr habt. Wieder Tränke, sehr schön. Auch wenn Unnütze dabei sind. Und du kannst das Buch auch nicht. Ich weiß, 120? Bist du Jeck? War gut. Ich zahle doch nicht 20% mehr zum Identifizieren. Gut. Das hätte ich nichts Besseres zu tun. So, wir wollen jetzt erstmal hier durch. Das Ding hier sieht wie ein Lagerhaus aus.
Hallo, Leute. Und hier liegen sogar Schienen. Ah, ich sehe schon, wir sind an den Docks angekommen. Ah ja, das ist, wird wohl ein Docklagerhaus sein, ein Verladehaus der Docks. Und was ist da? Sieht wieder mal aus wie ein General Store. Ist aber verschlossen. Leute, ja? Ich hab genug davon. Hm. Hallo, Leute. Mach mal auf, Imoen. Ja, ja, Hira steht nicht im Weg. Mich kümmert's nicht. Es geht nichts leichter als das. So. Kinder. Mama hat gesagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Was machst du im Haus von meiner Mama? Grüß dich. Das müsste dann deine Mama wohl sein. Ihr werdet kaum etwas finden, was euch interessieren könnte. Ich bin nur ein normaler Bürger. Ja. Hey, geht mir aus dem Weg, ihr ewig stinkender Schwachkopf. Du bist unfreundlich. Hallo Freunde, ich hoffe, dass ihr meine Freunde seid. Ich fände es nicht gut, wenn Feinde einfach so in mein Haus reinplatzen würden. Also ja, wir wollen nichts Böses. Beinahe unter meiner Würde. Deswegen gehen wir auch einfach nichts wieder. Nichts leichter als das. Beinahe unter meiner Würde. So. Hier steht einer in einer Gasse. Ein bürgerlicher. Oh, und wir haben vergessen, in das Lagerhaus zu gucken. Machen wir das mal. Währenddessen gucken wir kurz nach Zeug, was wir haben. Und nach Erfahrungspunkten. Etwas mehr als 18.000. Wird ja langsam. Ja, das hier ist ein Lagerhaus, aber hier laufen viele Bürgerliche rum. Ja. Gibt es hier vielleicht auch jemand Wichtigen? Gucken wir mal. Ja, Kumpel. Bürgerliche? Warum sind hier so viele Bürgerliche? Seid ihr alle bürgerlich? Bürgerlich, bürgerlich. Ja, sind alles, sehen alle nur ganz normal aus wie Bürgerliche. Meine Eule hat mir ganz schön eingeheizt. Kommt ihr noch an den Leuten hier vorbei, bitte? So, ja, so ist gut. Verschwimmen. Hm, verschwimmen. Hast du verschwimmen schon? Ja, hast du schon. Khaled, was zum Verkaufen? Überlieferung 33, Überlieferung 28. 7, 0, 7, 13. Okay. Das sind dann wohl mächtige Bolzen, wenn Tyna hier sie nicht identifizieren kann. Du bist auch nur ein Bürgerlicher, oder? Ja. Und du auch. Das ist wohl das Lager, wo sie die Statisten verstecken, wenn man sie bei Tag nicht mehr braucht oder so. Kleiner Wortwitz von mir. Ach, das war der Gemischtwarenladen. Der hat ja zwei Ausgänge. So, jetzt können wir hier die Gasse hochgehen. Oh. Erstmal gucken wir hier lang. So, das ist das Hafengebiet. Da ist auch der höhere Turm, von dem ich vorhin gesprochen habe. Nichts leichter als das. Und ich dachte eigentlich, dass das hier ist eigentlich, sieht eigentlich wie das Lagerhaus hier aus. Obwohl, nee, das Lagerhaus sieht klein und unbedeutend aus. Deswegen. Okay, wieder eine verschlossene Tür. Das ist ja ein komischer Kauz. Imoen? Ich hab genug davon. Ich hab genug davon. Hier gibt's nur normale Leute, oder? Hey, geht mir aus dem Weg, ihr ewig stinkender Schwachkopf. Du bist nicht freundlich. Denn ich verschwinde jetzt.
hier oben ist auch niemand Besonderes, hä? Nö. Hier lang. War gut. Noch ein Junge. Oh, eine wohl proportionierte Frau. So, hier waren wir schon drin in den Gebäuden, aber in dem da waren wir noch nicht drin. Das sieht eigentlich auch wieder wie ein Laden oder so aus. Und ist sogar offen.